Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und nach dem tragischen Ende von dem Baron und seiner Frau, und der Geschichte, die wir wahrscheinlich durch unsere Entscheidung hätten ändern können, dann wäre es anders ausgegangen. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, aber sie sagen, er hätte ihn am Kragen gepackt und bam, voll aufs Maul. Ja, nichts Neues. Wollt ihr den nicht mal abhängen Naja. Auf jeden Fall, wie gesagt, hätten wir den Geist da im Flüsterhügel, im Baum vom Flüsterhügel nicht befreit. Achso, ich wollte erst nochmal bei den Händler. Aus. Nein, ich will mit dir reden. Ich will. Ich glaube, die hat noch mehr Geld, also verkaufen wir an die. Oh. Nein! Wollte ich dir nicht erschrecken. Was kann ich für dich tun? Hast mich erschrocken. Ich will verkaufen. Was verkaufst du? Was kannst du empfehlen? Ich will meinen Krempel verkaufen. Wir haben noch hier. Das brauchen wir nicht, ist aber schwer. Wir haben eine neue Rüstung. Die habe ich ja noch gar nicht gesehen, oder? Die ist neu. Und die ist um einiges besser. Mittlere Rüstung. Die werden wir gleich anprobieren. Das können wir auf jeden Fall mal verkaufen. Das nicht. Okay. Leb wohl. Probieren wir mal schnell die Rüstung an. Die wollen wir anprobieren. Und die ist doch besser. 21 besser, oder? Genau, 21. Wow, mintgrün. Naja. Hoffen wir, dass wir... Wir sehen irgendwie... Was bist du erschrocken? Hämmer ruhig weiter. Ich will, kannst gerade meine Sachen. Kann ich helfen? Mal einmal reparieren. Die neue Rüstung ist bestimmt noch nicht ganz repariert. Ich brauche eine Rüstung. Reparieren. Ja, die ist nur. Warum finden wir kaputte Sachen? Einmal reparieren. Und, Ach, unser Beilchen ist ja schon repariert. Die Mondklinge können wir auch noch reparieren. Reparieren wir alles, was wir anhaben. Kostet nicht viel, ist auch nicht viel kaputt. Wir haben's ja. Wir haben's ja. Okay, Lebe wohl. Lebe wohl. So, und ich denke, hier in Velen haben wir eigentlich alles soweit erledigt. Hatte ich das Anschlagbrett nicht gemacht? Oder sind da wieder neue Sachen dazugekommen? Massagen bei Schmerz und mehr. Die starken, geschmeidigen Hände meiner Tochter haben schon vielen geholfen, die von Hexenschuss oder anderen Schmerzen im Rücken geplagt wurden. Sie kamen in Not und gingen erleichtert. Wer von der harten Feldarbeit krumm wie ein überlasteter Ochs sich fühlt, der komme zu unserer Hütte und lasse sich helfen. Ellie, da gehen wir doch gern vorbei. PS, verschwendet eure und unsere Zeit mit verschwendet nicht eure und unsere Zeit mit lüsternem Begehr. Oh, schade. Auspeitschung. Als Strafe für die Nichterbringung feudaler Leistungen wurden 100 Peitschenhiebe jeweils an folgende Missetäter ausgeteilt. Georg von lassen wir mal den Namen weg. Möge dies als Erinnerung dienen, dass die führende Hand auf widerspenstige Untergebene auch strafend einwirken kann. Nett. Salben gegen verschiedene Gebrechen. Ich tausche meinen Salben bei
Karlbuckeln bei Frunkeln und Gichtgelenken gegen Pökelfleisch oder ähnliches. Vorsicht, die Salben stinken widerlich, doch beschwöre ich, dass sie Wunder wirken. Okay, gehen wir uns ein paar Salben kaufen. Die stinken fürchterlich. Okay, unsere Hündin hat geworfen. Wir haben 5 neue Welpen, klein und knochig, aber ausreichend für einen Topf. Ich verkaufe sie für ein paar Kronen je Stück oder tausche sie gegen andere Lebensmittel. Martha, andere Lebensmittel als Hunde. Okay. Bekanntmachung. Hiermit sei zu wissen und kundgetan, dass jeder, der seine feudalen Aufgaben an die Burg nicht leistet, hart bestraft wird. Die Hinterziehung von Lebensmitteln wird mit 50 Peitschenhieben geahndet, die unverzüglich und ohne Gnade an alt oder jung, Mann wie Frau, vollstreckt werden. Sehr nett. Hexer gesucht, der die Monster, die sich in der Gegend herumtreiben, aufspürt und vernichtet. Während der Zeit, für die Ausführung dieses Auftrags nötig ist, erhält besagter Hexer Unterkunft und Verpflegung in der Hütte des Dorfältesten. Kosten werden von der Endbezahlung abgezogen. Nachricht vom Dorfältesten von Lindenthal. Haben wir jetzt nicht ein neues Quest bekommen? Gucken wir mal nach. Also in Hauptquests. Da ist Skellige und Novigrad. Da wollen wir aber noch nicht hin. Das werde ich gleich. Wir müssten auch noch Quint spielen. Fliegende Fäuste müssen wir auch noch machen. Dafür sind wir noch zu schwach. Hexeraufträge. Mysteriöse Spuren auch noch. Das ist... Boah. Ja, also... Schatztruhen. Temerischer Schatz. Welches Dokument habe ich da gefunden? Verdammt. Inventar. Hexer gesucht? Warum bekomme ich da kein neues Quest? Wir haben doch einen Hexer auf... Ach, das war wahrscheinlich der Auftrag vom... Aber das war nicht der Dorfälteste, das war doch das... in Lindenthal war doch mit dem Gruftweib. Geheimnisvolle Notizen? Nein, das war es wohl nicht. Erste Karte? Keine Ahnung. Haben wir hier noch was? Jennifers Brief. Verbrannte Papiere. Teufel im Brunnen. Ich sollte mal alle Briefe einfach mal so öffnen. Brief an Jennifer? Ich will die jetzt nicht alle lesen. Sollten wir mal eine... Folge machen, dann kann ich machen mal eine 5-Stunden-Folge und dann lese ich mal alles, was hier drin steht. Ich soll... Mach mal alles schnell kurz auf, ob da unsere Quest dabei ist. Haben wir noch Briefe? Okay. Keine Ahnung. Quint, neuer Liebesbrief. Welchen Brief? Vielleicht war er dabei. Schulenausrüstung. Was haben wir da? Suche Schemas zu verbessern. Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich... Lies das Dokument, das du gefunden hast. War das das? Nee, das war es nicht. Das wäre jetzt etwas aufgegangen.
Aber ich muss irgendwas geöffnet haben, was dann eben halt diese Katzenschulen Ding. Ich hab doch alles aufgemacht, was an Briefen. Was? Ein Gleitbrief? Ein Gleitbrief. Nicht kein Gleitbrief, sondern ein. Ich weiß es nicht. Und da sind ja Bücher, die haben wir auch teilweise doppelt. Die könnten wir verkaufen. Doch wer kauft alte Bücher? Hier ist nichts mehr. Ich habe doch alle Briefe aufgemacht. Warum kriege ich den temerischen Schatz nicht? Naja, egal. Nebenquest? Ne, da war es nicht. Sammel sie alle? Ach so, das war mit den Quintkarten. Die müssen wir auch noch kaufen irgendwann. Schatz suchen. Temerischer Schatz. Stufe 17. Ist zwar grün, aber wir sind nur erst Stufe 12. Okay, dann lassen wir das mal weg. Machen wir mal das hier Quest an. Und dann... Was mache ich hier? Die Karte! Wir sollten ein paar... da hinten ist doch ein Monsternest. Ein Monsternest ist für uns ein... Geschnetzelfest. Das schauen wir uns mal an, das Monster. Also gut, schon mal vom vorbeugenden Arschtritten gehört. Wir müssten den Stall auszahlen, wir gehen Titten grapschen. Einen Wurf? Bist du doof? Natürlich nicht. Du da, wir werfen, Weißer, bis wir kriegen, glaubst du etwa, deine zwei Schwerter können uns mit 40 aufnehmen? Stall ausmisten oder Titten grapschen? Also was die da reden? Ich bin entsetzt. Erstens habe ich jetzt gar keine zwei Schwerter. Im Moment habe ich... Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Ich wünsche euch die Pocken. Ich glaube, die werden jetzt langsam frech, wo der Baron tot ist. Finsternis. Überall Finsternis um mich herum. Oder willst du das Blut deiner Mutter an den Händen kleben? Wir haben nichts mehr. Wo ist das Gold? Entweder du sagst es uns, oder... Nein, bitte, wir haben nichts mehr. Herr, hilf uns! Halt du dich da raus! Oho, da schlittern wir in ein neues Quest rein. Also lasst sie in Ruhe. Lasst sie in Ruhe. Was soll das? Ich werde nicht einfach zusehen, wie ihr sie ausraubt und ermordet. Nicht mit mir. Da ist aber jemand empfindlich. Sie weg, Weib! Immer noch da? Verdammt! Schnappt ihn! Willst du mehr? Wow, wow, wow! Warum hab ich kein Schwert? Warum hab ich kein... meine Axt. Hui! Hui! Ist noch wer da? Nein, da müssen wir anders intervenieren. Verdammte Scheiße! Danke. Weiß nicht, wer du bist, aber danke. Sie hätten uns wie Schweine abgeschlachtet. Ja, die Männer des Barons, die sind jetzt... Oh! Das wollte ich jetzt nicht. Sie hat noch ein Ei. Wir haben eine... Mit unseren Feuerattacken haben wir irgendwo eine Gans getötet. Das war jetzt keine Absicht. Aber die Männer des Barons, die sind nach dem Tod vom Baron, werden die... In Niederwürth, wenn eine Alte krank wird, wird sie zu
zum Reisigsammeln in den Wald geschickt, wo sie von Bestien gefressen wird. Das finde ich nett. Was hast du gemacht? Einen Bären zum Tanz aufgefordert? Das mache ich öfters. Ich tanze öfters mit Bären, wie ihr wisst. Aber die anderen sind... Ich wünsche euch die Pocken. Die wünschen uns nur die Pocken, greifen uns aber nicht an. Das ist gut. Wenn du ein Problem hast, hol Geralt von Riva. Genau, das sage ich ja auch immer. Das sage ich du auch. Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Nein, ich bin's höchstpersönlich. Das sind ja schon... Halt's Maul, wenn's schnell vorbei sein soll. Der Mann muss sich konzentrieren. Ihr seid Hurensöhne, alle. Halt's Maul, sagte ich. Was glotzt du so? Willst du der Nächste sein? Ich glaube, da müssen wir wieder intervenieren. Was ist hier los? Herr, meine Tochter, hilf uns! Meine Männer brauchen ab und zu Ablenkung, sonst werden sie unruhig. Das kann ich nicht zulassen. Ich kann auch sagen, weitermachen, ja, aber noch sowas. Also, Das kann ich nicht zulassen. Und werde es auch nicht. Das dachte ich mir schon. Ergreift ihn! Hinter ihn! Weiter! Oh, ich hab gar keinen... Feuerschaden. Okay, kommt her, ich mach euch... Der hat einen Riesenhammer. Da hinten, den Schützen müssen wir wegholen. Fehler, genau. Hui. Okay. Hol. Nein! Okay, ganz ruhig. Brennen tun sie schön. Müssen wir jetzt hier tatsächlich für Ordnung sorgen? Gebratenes Fleisch. Alles wieder in Ordnung. Hab mich gekümmert. Ist alles wieder in Ordnung. Wo ist... wo ist... Da hinten ist ein Händler. Können wir dem das Zeug verkaufen gleich? Langweilig wie Erbsen zählen. Gut, dass die... Du gehörst nicht zu den Männern von Baron, oder? Fängst du auch Mäuse? Ich fange gleich dich. Finsternis? Überall Finsternis um mich herum. Ja, wenn man zu viel säuft... hallo? Achso, wo ist der Händler? Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Okay, dann verkaufen wir mal was. Zeig mir deine Ware. Ich will keinen Quark kaufen. Ich will die Schwerter und den Krempel hier loswerden. Die sind sauschwer, die ganzen Schwerter. Okay. Dann lebet wohl. Lebt wohl. Nur ein bisschen Krempel verkauft, dass wir nicht mehr überlastet sind. Und eine Wasserflasche nehmen wir auch mit. Oh. Also jetzt benimm dich. Ja, benimm dich. Lass mich in Ruhe. Ja, was ist mal hier? Finsternis. Überall Finsternis um mich herum. Schläger, Plünderer, Hurensöhne. War das hier das Haus, wo die...
zerbrochene Hake. Etwas Tolles haben wir gefunden. Zwei Zahnblüten. Ich sollte nicht hier alles mitnehmen. Ich bin sowieso gleich wieder überlastet. Wo war das Haus? Das war hier das Haus. Hilfe! Kann man nicht mal einen Augenblick für sich haben? Gib den Teufel was zum Ficken! Oh! Danke. Ja. Danke. Gern. Und dafür nehmen wir aber auch die Wasserflasche mit. Und jetzt legst du dich, als wäre nichts gewesen, hin schlafen. Aber wir dürfen noch als Dank ein paar Sachen mitnehmen, oder? Ich hätte gesagt, ich darf verwestes Fleisch. Klingt lecker. Guckt er was? Er lauscht am Schlüsselloch vom Schrank. Der ist in Ordnung, der ist noch vollkommen in Ordnung. Den haben wir nicht umgehauen. Der will da und guckt, was in dem Schrank drin ist. Ist halt so neugierig wie wir. Ich sollte nicht alles mitnehmen, wegen Überlastung und so. Alles gut. Ich sollte mal meine Hexer, die Götter also, haben dich geschickt. Mir die Münze. Köpf, wir müssten den Stall auszahlen, wir gehen Titten grapschen. Einen Wurf? Bist du doof? Natürlich nicht. Wir werfen, bis wir kriegen, was wir wollen. Was faselst du da? Ja. Also wird das wahrscheinlich bei Tittengrapschen enden, wenn sie so lange die Münze werfen, bis sie haben, was sie wollen. Hängt ja schon wieder was, aber ist nichts Neues, gell? Ist nichts Neues. Erstklassige Pilzgründe. Im tiefen Wald findet sich ein Unterholz, wo man stets zahlreiche Pilze sammeln kann. Ich zeig den Weg gegen entsprechende Entlohnung. Auf dass die Kleinen nie mehr vor Hunger weinen. Sophie. Dachreparaturen. Ich habe ein Häuschen. Ich habe ein Händchen für Dächer und am Werkzeug fehlt es auch nicht. Wer sich nicht um seine Hütte kümmert, ist ein Armleuchter. Ein paar davon gibt es in Mittelhain. Die wollten meine Dienste nicht. Ihre Hütten sind abgebrannt. Muss wohl das Schicksal gewesen sein, das ihn Feuer sandte, um ihnen zu zeigen, wie unklug es ist, an diesem Ende zu sparen. Denkt darüber nach, Leute. Ja, also ich denke, der Dachdecker hat hier die Häuser angezündet und in Mittelhain. Und ja, im Prinzip Schutzgelderpressung ist das hier. Es ist keine Dachreparatur oder wie seht ihr das? Zwangseinberufung. Es ist Zeit, die Burgwache um neue Rekruten zu ergänzen. Jede Familie hat einen gesunden, waffenfähigen Mann zu stellen. Familien, die keine geeignete Person unter ihrem Dach haben, müssen eine Ersatzleistung in Silber oder einen entsprechenden Gegenwert erbringen. Schlauen Feiglingen, die sich drücken wollen, indem sie sich den Daumen abschneiden, sollen als Lektion und Schandmal beide Hände abgeschlagen werden. Ja. Hier haben wir sehr nette Sitten und eine nette Wasserflasche. Ich habe da noch was zu verkaufen. Hier. Johanna. Dann verkaufen wir es dem. Den müssen wir... Wie kann ich helfen? Ich habe wieder ein Schwert, irgendwie was ich verkaufen kann. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Ja, hier, genau das wollte ich noch schnell. Ist zwar nur 1,6 Kilo, aber... Wegen Überlastung und so. Ihr wisst wohl. Ihr wisst so. Lebt wohl.
Okay, und der Hauptmann des Barons, ist der jetzt auf uns sauer, weil wir mit seinen Männern da, Der Feldwebel? Hier ist nichts für dich. Zumindest sind die jetzt nicht... Gehen nicht auf uns los. Nur weil wir... Die Kollegen hier von innen... Hier oben? Hier oben war ich ja auch noch nicht. Hier? Auch nicht? Hier ist aber auch nichts. Hat sich doch gelohnt. Ein bisschen Paste. Paste. Öffnen. Verschlossen. Schlüssel benötigt. Wer hat den Schlüssel? Naja, im Moment. Schärfen wir mal unsere Waffen. Wir wollten zum Monsternest. Ist da jetzt wieder? Wieder neue Meldungen am Anschlagsbrett? Nein, ich wollte... Nein, es ist nichts Neues da. Ich dachte schon. Monsternest. Monsternest ist angesagt. Also mal gucken. Hier in der Nähe ist eins. Womit habe ich nur verdient, dass du mir am Arsch klebst? Das frage ich mich auch. Hast nämlich keinen schönen Arsch. Nur mal hier, um das anzumerken. Die sind vertrimmt worden wie Novigrader Hure. Wundert's dich? Sie haben versucht, einem Hexer blöd zu kommen. Ja. Einem Hexer sollte man nicht blöd kommen. Das müsste doch hier irgendwo sein. Ah, ist noch ein gutes Stück. Aber was wir mitnehmen sollten, ist Hundspetersilie. Alles wichtig, brauchen wir noch. Keine Ahnung wozu, aber wir brauchen es. Oh, wow. Ein paar Ghule. Ist das schon das... Es ist schon das Monsternest. Waren sie das alle? Da hinten ist noch einer. Direkt am Nest. Aber Ghule sind kein Problem mehr. Hallo? Ach, die haben gar nichts mehr hinterlassen. Ach so, das ist ja nicht so nett. Ein Rubin. Ein Ghulennest. Ich muss es zerstören. Das ist eine gute Idee. Wo ist das? Da haben die schon viele Leichen verbrannt. Aber wo ist das Nest? Zerstören. Der Wind heult. Da kommt noch einer raus. Wo kommt ihr denn? Nein! Nimm das. Hui! Warum habe ich das Schwert wieder weggepackt? Ist da noch einer? Die Fässer sind sprengbar. Hätte mir das auch gleich sagen können. Und hier ist noch eine Menge andere Leichen. Monsterzahn, Monsterklaue, Schädel. Diese Rubinringe finden wir immer in den Ghulennestern. Okay,
das haben wir mal erledigt. Schauen wir uns gleich das nächste an. Schwarzzweig. Was ist hier in der Nähe? Wo bin ich? Krähenfels, das ist hier in der Nähe. Ist kein Fragezeichen, das gibt's doch nicht. Ein bewachter Schatz. Warum habe ich den... Da war wahrscheinlich... zu stark bewacht. Wie hier, glaube ich auch. Die waren auch zu stark bewacht. Okay. Vielleicht nach Erzdorf? Da hinten. Verlassener Turm. Wohin sollen wir? Am besten mal querfeldein nach Schwarzzweig. Okay, nach Schwarzzweig. Schwarzzweig waren wir auch schon lange nicht mehr. Kann ja nichts schaden. Wir sollten... Plötze? Lebst du noch, Plötze? Ah, da kommt er. Halt drauf. Ja, komm. Geht ein bisschen schneller. Was ist hier los? Von der Dämmerung den finsteren Land. Gnadenreiche Werner. Regen wäscht das Salz eurer Tränen von euren Wangen. Ach, das war eine der Statuen, die wir aufgestellt haben wieder. Was gibt es Neues in der weiten Welt? Willst du reden? Nicht mit mir. Mein Kopf dreht sich schon vor Hunger. Kommt schon von allein. Was machen die? Was macht der da? Mit Blötze? Nein! Betet ihr Blötzes Hintern an? Gnadenreiche Werner. Guten Tag. Können wir den... Mutant! Nein, ich wollte doch nur hier durch. Herr, hier wimmelt es nur so von schrecklichen Wesen. Kobolde, Samoritas, Blender, fliegende Drachen, Hechte und Fledermäuse. Jetzt beten die uns alle an, oder was? Hallo? Bin ich eigentlich unsichtbar? Hast du viele von diesen Bestien? Na, ich glaube. Gnadenreiche Werner. Die beten zu Werner. Okay, wir sollten lieber zu Fuß unterwegs sein, dann kriegt man mehr mit. Wen haben wir zum Beispiel hier? Wache des Barons. Hast du mich einen angespuckt? Wo sind wir jetzt? Ach, wir sind schon in Schwarzzweig. Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Ich wollte nur... Ich habe nichts zu verkaufen. Was kaufen werde ich sicher nicht. Ich habe schon so viel Krempel. Ja, ihr lauft immer in mich rein. Ich kann doch nichts für. Überall nur Gesindel. Okay, hier unten haben wir noch ein schönes Anschlagbrett. Das schauen wir uns an. Erzdorf. Also eine Reise nach Erzdorf. Also da gibt es noch wirklich so viel zu erkunden. Eigentlich könnten wir mit der Story weitermachen, aber ja, ist jetzt blöde. Wie gesagt, wie lange sollen wir hier erkunden? Hier war ich, glaube ich, noch gar nicht. Hast du Geld? Ja. Dann zeig mir mal deine Waren. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Das ist ein Sattel. Das ist nur ein Sattel. Ich brauche eine neue... Moment. Kapazität der Satteltaschen. 70. Was hatten unsere noch?
Moment, ich muss mal kurz gucken. Leb wohl. Wir hatten andere. Da ist, war weniger drin. Satteltaschen. Ne, das sind dieselben. Zerschlissene. Ja, toll. Also hast nichts für mich. Größere Satteltaschen, das wäre jetzt interessant. Hexer? Ja. Du hast einen Ruf. Das bedeutet weniger. Du Weißer, was willst du? Weiß der blutige Baron, dass du hier bist? Der blutige Baron ist tot. Ich sollte nicht alles mitnehmen, das... Ich habe sie gefragt, wie ich meinen Saufkerl bloß zu Verstand bringen soll. Da hat sie mir ein Amulett gegeben. Das sollte seinen Durst stillen. Und? Hat's geklappt? Er hat es am nächsten Tag gegen einen humpen Fusel eingetauscht. Dann hat das Amulett doch 1A seine Wirkung gezeigt. Okay, gucken wir hier. Kinderreim. Ohren an... Föhren, der Wind kann hören. Gezeichnete Hand, der Herrinnen band. Den Kinderreim kannte ich noch nicht, aber interessant. Neue Schnitzerei gesucht. Die Schnitzerei von den Herrinnen am Fluss wurde vom Blitz getroffen und verbrannt. Jemand muss eine neue herstellen, bevor unsere guten Wächterinnen zornig werden. Wer das Talent hat, nehme den Meißel und mache sich ans Werk. Der Älteste. Also die guten Wächterinnen sind böse Mumen im Buckelsumpf. Wir sind hier mitten im Buckelsumpf. Schwarzzweig. Waren wir hier schon? Ja, wir müssen hier schon gewesen sein. Mann gesucht. Allmächtige Götter, es reicht. Jede Frau weit und breit hat einen Mann, nur ich nicht. Wenn du nicht zu alt und nicht zu hässlich bist, ein Feld bestellen kannst und nicht viel trinkst und vor allem eine Frau brauchst, dann komm zu Helanda und wir kriegen beide, was wir suchen. Die Anschlagbretter sind also auch Partnerkontaktanzeigen, okay. Scheibar gesucht, eine Scheibar von das ist Nilfgaard, denke ich mal. Alle sollen es erfahren. Gestern Abend hat Nordra den Löffel abgegeben. Lange Jahre hat sie auf unser Mitleid gebaut und um Almosen gebettelt und als einsame Witwe ohne Angehörige das ihre eingefordert. Doch es war alles Lüge. Wir gingen hin, um den Leichnam zur Bestattung vorzubereiten und wir fanden dem Ofen einen Sack voll prall gefüllt mit Getreide, Erbsen, Bohnen, daneben ein Beutel mit Trockenäpfeln und Pilzen. Oh je, die hat gehortet, diese Nordrada. Wir riefen sofort den Ältesten und Folgendes wurde beschlossen. Das Essen wird an alle Dorfbewohner verteilt und Nordralda bekommt kein anständiges Begräbnis, sondern wird mit einem Stein an den Füßen in den Sumpf geworfen, auf das sie niemals Frieden finde. Dies sei allen ein Zeichen, die auf Kosten anderer leben und Essen vor dem Dorf verbergen und Lügen vorschützen. Sie sind alle verdammt von Menschen und Göttern. Ja. Und ich denke mal, wenn sie das mit den Steinen an den Füßen in den Sumpf, dann werden Wasserweiber daraus oder sowas in der Art. Oder zumindest Ertrunkene. Aber wir haben keine neue Quest bekommen. Aber eine Menge Zeug zum Lesen. Ist halt... Du musst wieder in den Wald. Warst du nicht neulich erst bei ihnen? Ja, und ich habe geschworen, ihnen ein Opfer zu bringen. Was gibst du den Damen denn als Dank? Das findest du selbst raus, sobald du ihre Hilfe brauchst. Hä? Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Das hatte ich schon mal erklärt. Das war ein anderer Junge, der das wissen wollte. Ich schluck die ganz runter.
Weltkarte, was haben wir hier in der Nähe? Die Reuseninsel. Nee, in Erzdorf. Waren wir in Erzdorf schon mal? Da oben sind Fragezeichen, da hinten ist noch eins. Ich denke, wir machen uns da mal hierhin auf. Gucken, was da ist. Kann aber auch sein, dass wir nicht alle Fragezeichen machen können. Wenn zum Beispiel ein bewachter Schatz... Was machen eigentlich die nilfgaardische Soldaten? Bam, 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 bam. Die machen bam, 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 bam. Okay. Und wir rennen mal quer Waldfeld ein. Und gucken, was... was uns an den Fragezeichen erwartet. Ein toller... Wölfe? Nicht beachten, der rennt weg. Was erwartet uns dann hier? Nochmal Ghule. Ein Monsternest. Ich denke, wir machen folgendes. Spiel. Ja. Spielstände, die mit der vorigen Version gespeichert wurden, kann ich jetzt nicht mehr laden. Die kann ich jetzt alle überschreiben. Übrigens, Version spiele ich im Moment 0. Quatsch. Ich bin 1.05 ist das jetzt die Version. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Ja, zerstören wir mal. Die anderen Ghule beachten wir nicht. Das war jetzt keine gute Idee. Es kommen nämlich gleich neue Ghule raus. Aber hat ein bisschen Feuerschaden genommen. Au, au, au. Okay, noch ein Ghoul. Ich muss vorsichtiger sein beim Kämpfen. Ja, vorsichtiger sein. Das heißt nicht gleich ausweichen. Und wenn sie brennen, kann man sie hauen. Da ist er noch. Der lebt noch. Ich dachte, er wäre verbrannt. Das war's. Ein Monsternest und eine verlassene Stätte gleichzeitig. Okay, aber ich wollte eigentlich noch... Ah, ist noch da, ist noch. Das Monsternest, genau. Einen goldenen Rubinring, alles mitnehmen. Aufnehmen. Und hier haben wir, was haben wir hier noch Interessantes? Ist eine kleine gemütliche Ortschaft. Aua. Bin ich jetzt durchs Feuer gelaufen? Au, ich brenne, Hilfe! Mit Gwen hätte ich das überhaupt, glaube ich, schlechten können. Ein Kaufmann. Aber sonst ist hier nicht viel. Kenn ich dich irgendwo hier? Hier liegen eine Menge. Eine Feuerbestattungs. Sie weinen um ihre Toten. Lassen wir sie besser in Ruhe. Gucken lieber auf der Karte, was hier noch ist.
Okay. Ich denke, ich sollte die Folgen nicht zu lange machen. Auch wenn es jetzt hier zu entdecken gibt. Ist hier irgendwo ein Schiff oder muss ich schwimmen? Aber ich denke, das eine machen wir noch, oder? Was habe ich jetzt? Das wollte ich gar nicht, das wollte ich nicht. Eine Menge Betrunkene, Ertrunkene. Umschwimmen wir sie, aber es sind nur Level 4, die müssten eigentlich zu schaffen sein. Sollten zu schaffen sein. Ich will immer Igni machen. Ich sollte auch unbedingt mal gucken. Ob es da nichts gibt, wo ich meine Fähigkeit, dass unsere Ausdauer schneller wieder hochgeht, man machen kann. Ich wollte sowieso gleich wieder meditieren. Aber erst noch gucken, was hier sich versteckt. Hinter dem Fragezeichen. Ein Reh! Nein. Aber Reh könnten wir auch gebrauchen. Fleisch und so, aber... Personen in Not. Ja, die sind ganz schön in Not. Da sind eine Menge. Und ich denke, dass Meditation bis zum anderen Morgen. 4 Uhr. Denn da sind eine Menge Gegner. Und ich denke, das dauert auch länger. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüss und Ciao.